Max, schön, dass du dir Zeit nimmst, nach dem Saisonauftakt der DTM. Jetzt ist ein paar Tage vergangen. Wie ist dein Fazit nach dem ersten Rennwochenende in Oschersleben? Ja, gut, wir sind happy. Ja, den Umständen, sage ich mal, entsprechend in der Vorbereitung, dass alles sehr, sehr knapp war, haben wir uns entschieden, Mitte Ende Februar, dass wir das selbst machen, die DTM, oder beziehungsweise den Einsatz in der DTM als Paul Motorsport. Und ja, dementsprechend waren die letzten 2 Monate natürlich sehr stressig und mit vielen schlaflosen Nächten. Wie ich gerade schon erzählt hatte, hatten wir unser Evo 2-Paket erst Ende letzter Woche vor dem Rennen bekommen, was natürlich alles für ein bisschen, ja, Stress gesorgt hat und vielen schlaflosen Nächten auch für die Mechaniker. Dementsprechend war das, sage ich mal, alles ja gut gelaufen, dass es fertig geworden ist, aber natürlich anstrengend für alle Beteiligten im Team. Aus dem Grund, ja, bin ich sehr happy mit dem, wie es war. Wir haben gut performt. Wir hatten einen sehr guten Pitstop in Rennen 1, leider in beiden Rennen ein bisschen Unglück dabei. Rennen 1 hätten wir mit bisschen, ja, Glück gewinnen können. Leider hatten wir einen Radioausfall im Rennen. Dementsprechend habe ich das Team nicht gehört. Und wir haben im falschen Moment gepittet. Wo die Full Course Yellow reinkam, hätten wir schon vorher reinfahren müssen. Wir waren in dem Moment vor dem Marco Wittmann, der am Ende nach dem bereinigten Boxenstopp auf P1 war. Das heißt, wäre für uns auch ganz gut gelaufen. Aber so ist es. Daraus muss man lernen. Und solche Fehler versuchen zu vermeiden. Und am Sonntag waren wir auch ziemlich gut unterwegs. Wir hatten leider, also sagen wir mal, Quali war ziemlich gut. Wir waren auf P8. Recht gute Pace gehabt, leider ein kleiner Unfall am Start gehabt. Ja, Auto war danach zwar okay, aber wir waren halt am Ende des Feldes und haben wieder durch eine ziemlich gute Strategie und einen guten, ja, gut getimten Boxenstopp uns an einem guten Platz befunden. Leider ist im Boxenstopp dann was schiefgegangen, was uns Rennen gekostet hat. Aber alles in allem sind wir sehr happy mit dem, wie es lief, wie unser Team arbeitet. Da ist wirklich jeder hoch motiviert und hat Lust, uns da voranzutreiben. Das Auto funktioniert super. Wir haben gut performt. Dementsprechend, ja, wir sind happy. Und jetzt müssen wir halt die Fehler, die wir gemacht haben, beim nächsten Mal nicht nochmal machen. Ein ausführliches Fazit von Maximilian, Genau. großartig. Jetzt ist ja zwischen Rennen 1 und Rennen 2 sind ja 4 Wochen. Wie werdet ihr Genau. die Zeit nutzen, bevor es zum Lausitzring geht? Ja, alles so gut und perfekt, wie es geht, analysieren, damit wir vorbereitet sind fürs nächste Rennen. Die Fehler, die wir gesehen haben, beziehungsweise die Sachen, die wir nicht perfekt organisieren konnten, aus Zeitmangel versuchen wir natürlich jetzt umzusetzen, gut umzusetzen und in die richtige Richtung zu lenken. Aber ich denke, wir haben alles in allem ein sehr gutes Paket und ich bin zuversichtlich, dass wir am Lausitzring wieder gut performen werden und sind, ja, motiviert. Das ist das Wichtigste. Ihr habt euch entschieden, mit Paul Motorsport komplett eine Saison mitzugestalten. Was ist die größte Herausforderung für so ein Team, wenn ihr da neu startet? Ja, natürlich ist Punkt 1 erstmal das Budget zusammenstellen, was wir aber, ja, sage ich mal, gut hinbekommen haben in einem guten Zeitrahmen. Ja, mit der Entscheidung, relativ spät das als eigenes Team zu machen, hat man sich natürlich viel Arbeit in kurzer Zeit aufgezwungen, sage ich mal, in Anführungszeichen. Wir haben. Ja, die größte Herausforderung ist eigentlich, ein sehr gutes Team zusammenzustellen, gute Leute zusammenzustellen, weil DTM, deswegen sage ich sehr gut, kann man halt nicht einfach so machen mit halb motivierten Leuten und halb Leuten, die nur halbe Qualität bringen. Du brauchst schon sehr, sehr gute Leute, die alle auf ein Feld zu bringen, ist erstmal eine Herausforderung, die dann dazu zu bringen, dass sie gut miteinander arbeiten. Dann an allen Ecken und Kanten, die man so hat, sei es Auto, sei es Prozeduren, sei es Equipment, was auch immer, muss man natürlich auch sehr gut aufgestellt sein, zumindest auf dem Niveau von allen anderen Teams, da dort wirklich kein Team irgendwo irgendwas weglässt, sondern jeder mehr als 100% gibt. Dementsprechend
ja, die größte Herausforderung war halt einfach, auf den Stand von anderen Teams in kurzer Zeit zu kommen. Hast du gesagt, ihr habt da fast bis zum Start sozusagen noch geschraubt, also das war eine ganz enge Kiste, genau. Stress hoch 10. Ist dann das dieses Jahr bei der DTM auch so ein bisschen, um da reinzuriechen, reinzukommen, um dann sportlich in den nächsten Jahren anzugreifen, oder sagst du jetzt schon, nee, wir wollen auch jetzt auf diese Saison schon reichlich punkten? Klar hat man seine Pläne in der Zukunft, aber ich schaue meistens kurz vor mich, weil es können sich immer so viele Sachen ändern im Motorsport. Wir sind froh, dass wir das machen können. Wir freuen uns darüber. Wir haben Spaß in der ganzen Sache und wir wollen erfolgreich jetzt sein. Was in Zukunft geht, wird sich dann ergeben. Man muss immer das Maximale geben und schauen, dass man jetzt performt. Ich bin kein Fan davon, zu sagen nächstes Jahr und nächstes Jahr und nächstes Jahr, weil das ist zu weit weg. Dann gucken wir kurz nach hinten. Du warst da schon Gastfahrer und siehe da, du hast auch ein Rennen gewonnen. Ja. Was fasziniert dich an der DTM, dass du auch dann gesagt hast, ey, wir müssen auch mal eine ganze Saison zusammen im Team fahren? Ja, ich sag mal so, die DTM ist natürlich eine Riesenplattform mit großer Reichweite, mit einem extrem hohen Niveau an Fahrern und Teams. Und das ist natürlich sehr interessanter, als Fahrer mit teilzunehmen und natürlich auch als Team in Kombination. Ich finde Competition extrem gut. Es gefällt mir. Ich mag mich mit anderen Leuten zu messen. Und das die Möglichkeit zu haben, das auch als Team zu machen, ist eine Ehre. Und dementsprechend bin ich froh, an der Meisterschaft teilzunehmen. Coole Leute dort, coole Fans und so weiter. Dementsprechend eine extrem nice GT3-Meisterschaft und ja, wir sind einfach froh, dass wir da teilnehmen können. 6. August 2023. Was sind deine ersten Gedanken, wenn du da an dieses Datum zurückdenkst? Ja, auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis. Hat mich in meiner Karriere gut weitergebracht, würde ich sagen. Hat mir die Möglichkeit gegeben, überhaupt dieses Jahr an der DTM teilzunehmen. Weil das war ein Beweis davon ein Unterstreichen meiner Leistung, was ich mir über die letzten Jahre aufgebaut habe. Und war einfach alles auf den Punkt an dem Tag. Ich denke, dass wenn man hart an der Sache arbeitet und nie nachgibt, kommt irgendwann der Erfolg beziehungsweise der Reward dafür. Und das war an dem Tag, ist an dem Tag geschehen. Und der hat natürlich viele Türen geöffnet und alles ein Level nach oben gebracht. Und jetzt müssen wir weiter Gas geben, dass wir weiter nach oben kommen. Für die, die es nicht wissen, es war ein Tag im August am Nürburgring. Und der Kollege Maximilian Paul ist mal eben von Platz 13 auf die 1 gefahren. Dazu muss man erwähnen, es hat ein bisschen geregnet. Magst du besondere Herausforderungen? Bist du Regenfahrer? Ich mag alle Bedingungen. Ich mag alle Herausforderungen. Für mich habe ich da keinen Favoriten. Wenn man irgendwo einen Favoriten hat, heißt es meistens, dass man irgendeine andere Sache nicht mag. Und bei mir ist es so, dass ich in jeder Situation performen möchte und jede Herausforderung annehmen. Deswegen würde ich mich nicht als Regenfahrer bezeichnen. Mir macht alles Spaß. Und in dem Moment musste im Regen performt werden und dann habe ich das angenommen und gemacht. Wie ist deine Beziehung zu, heißt es eigentlich Lamborghini oder Lamborghini, bevor ich das falsch sage? Lamborghini. Lamborghini, noch mit dem rollenden R dazu. Genau. Hast du Lamborghini, da kriegt der Italiener direkt Ausschlag. Lamborghini. Genau. Für oder mit Lamborghinis fährst du schon länger. Was macht dieses Fahrzeug aus? Warum hast du diese Liebe zu diesem italienischen Flitzer? Ich sag mal so, ich habe ja auf Audi angefangen, 2 Jahre Audi gefahren im GT3 in der ADAC GT Masters. Und dann kam in dem damaligen Team, wo ich gefahren bin, der Wechsel auf Lamborghini. Gleichzeitig hatte ich über mein Kart-Team, wo ich früher Kart gefahren bin, eine gute Beziehung zu Lamborghini über den Chef des Kart-Teams. Der hat eine gute Connection zu dem Chef von Lambo gehabt. Und da sind wir so, hat sich so der Kreis geschlossen am Ende des Tages. Und da bin ich 2021 zum Lamborghini Junior geworden, was ich dann 2 Jahre war.
Und seit letztem Jahr bin ich quasi Lamborghini-Vertragsfahrer als Lamborghini Young Professional, heißt das. Und ja, bin immer der Marke treu geblieben, habe da meine Chancen gekriegt, meine Unterstützung bekommen. Bin letztes Jahr sehr viel gefahren für die Marke und dieses Jahr fahren wir ja gemeinsam in der DTM. Natürlich mehr eine Entscheidung von mir und meinem Vater, das selbst zu machen in der DTM, als von Lamborghini, aber die stehen da natürlich dahinter. Wie guckt denn die Konkurrenz dann auf dich und auf dein Fahrzeug? Sind die neugierig? Wollen die auch mal damit fahren? Sehen sie dich als starke Konkurrenz auch an? Schwer zu sagen. Ich frage meine Gegner nicht und ich schaue auch weniger auf meine Konkurrenz. Dementsprechend schwer zu sagen. Ich schaue nur auf die Leute, die vor mir sind, ob die irgendwas besser machen, ob ich mir was abgucken kann. Und was die denken, ist mir eigentlich, böse gesagt, relativ egal. Weil ja, ich versuche einfach immer das Beste rauszuholen, an allen Ecken zu arbeiten und mir gute Sachen abzugucken und aus eventuellen Fehlern von anderen auch zu lernen, damit ich sie selbst nicht mache. Dann traue ich mich ja fast gar nicht zu fragen, aber ich frage trotzdem, hast du denn ein Rennsportvorbild? Schwer zu sagen. Natürlich sind solche Größen wie Schumacher interessante Personen, was die geleistet haben, was die bewegt haben im Motorsport. Aber dass ich sage, hier habe ich eine Größe, die ich gut finde oder ja, von dem ich Sachen nachmachen möchte oder sonst was, habe ich nicht, weil ich will meine eigene Person sein, ich will meine eigene Sache aufbauen. Natürlich gibt's inspirierende Persönlichkeiten, Ayrton Senna, Michael Schumacher und so weiter, aber die sind auch immer in einer anderen Situation gewesen, andere Umstände gehabt. Also muss man meiner Meinung nach immer das Beste aus seiner Perspektive und seiner Person rausholen und das versuche ich und daran arbeite ich. Ist die Formel 1 eine Faszination für dich, weil du auch gerade Formel 1-Piloten genannt hast? Nee, eigentlich nicht. Für mich ist, da machen die den gleichen Job wie alle anderen Fahrer, die im professionellen Motorsport unterwegs sind. Natürlich sind die viel unterwegs und auf einer großen Bühne, aber ich denke nicht, dass das irgendwelche speziellen Legenden sind, die dort fahren. Das sind einfach gute Fahrer, die auf einer großen Plattform sind. Und wenn du auf der großen Plattform bist, bist du natürlich bekannt, wenn du irgendeine coole Sache machst oder irgendwelche coolen Sachen reißt. Aber ich kenne viele Leute, die nicht so auffallen, die auch viel gerissen haben und ja, in anderen Regionen unterwegs sind oder fahren oder Meisterschaften fahren und so weiter. Was hast du dann? Also ich liebe ja Motorgeräusche, habe aber dann Probleme, wenn ich dann bei der Formel E zugucke. Hast du denn da irgendwie eine Meinung zu Formel E? Nachhaltig Umweltschutz finde ich ja gut, aber irgendwie turnt an diese Rennserien doch noch nicht so an. Wie sieht das aus Sicht eines Fahrers aus? Ja, nee, mit E-Mobilität identifiziere ich mich überhaupt nicht. Habe da kein Interesse dran. Und die meisten Fahrer, die dort fahren, machen das für viel Geld, weil ich glaube nicht, dass dort irgendjemand Spaß daran hat. Was sind denn dann deine Ziele? Also das klingt ja so, als wenn du auch froh bist, wenn du die nächsten 10, 15 Jahre DTM fährst, vielleicht mal ein 24-Stunden-Rennen, Langstreckenrennen. USA, ist das für dich ein Thema? Wo willst du gerne hin? Was würdest du gerne machen? Also würde natürlich gerne weiter DTM fahren, weil ich die Plattform sehr, sehr cool finde. Ich finde die Kategorie GT3 sehr cool. Natürlich als eigenes Team interessant. Ich mag es, wenn man alles in der Hand hat und verbessern kann und immer was zum Überlegen hat, wie man jemand anderen schlagen kann. Eventuell auch ja, sieht, dass wenn man eine coole Idee hat und besser ist als die anderen, dass man einen Schritt voraus ist. Sowas finde ich sehr interessant. Natürlich würde ich aber auch gerne schauen, was sich für Türen für mich öffnen, ob ich vielleicht 24 Stunden Nürburgring, werde ich wahrscheinlich die Möglichkeit haben dieses Jahr. Sonst Spa 24 Stunden Rennen, Le Mans ist für mich interessant, Daytona bin ich schon gefahren, aber würde ich gerne nochmal fahren. So eine Sachen sind interessant für mich. Natürlich langfristig würde es mich auch interessieren, in der LMDH-Kategorie an den Start zu gehen. Ist natürlich schwer, dort reinzukommen, speziell wenn du nur GT3-Erfahrung hast. Also Hauptfokus ist für mich die DTM und ein paar Special Events ringsherum und der Rest wird sich ergeben. Ich bin auch ein Fan von, sage ich mal, einsteigen bei Teams, die nicht so viel Erfahrung haben, die vielleicht irgendwo neu sind.
ein Lamborghini in dem Fall einsetzen oder jeweils mit der Marke, mit der ich unterwegs bin, weil ich bin gerne an Projekten mit beteiligt, die klein sind oder gerade starten. Ja, dementsprechend bin ich, denke ich, in dem Bereich, wo ich sein möchte und möchte das natürlich ausbauen und verbessern. Und ja, so ist das Ziel in den nächsten 2, 3 Jahren. Alles andere ist für mich immer offen, weil es verändern sich so viele Sachen immer. Die Welt dreht sich immer schneller. Dementsprechend kann man da schwer langfristig planen und langfristig denken. Wer weiß, was es für coole Möglichkeiten in Zukunft gibt oder nicht. Also sage ich einfach, dass ich in dem Bereich jetzt erstmal bleiben will, wo ich bin, für die nächsten 2, 3 Jahre. Schauen wir mal. Du hast eben schon gesagt, dass du ja viel mit deinem Vater arbeitest. Genau. Wie paradiesisch ist das denn? Oder geht er dir auch manchmal auf den Sack? Ja, hat auf jeden Fall viele Vorteile, weil man einen kurzen Kommunikationsweg hat, schnelle Entscheidungen treffen kann, was ich denke, eine Schwäche von anderen Teams sein kann oder auch ist. Ja, nee, also ich kann nichts Negatives dazu sagen. Für uns ist das ein cooles Projekt, wir haben da Spaß dran. Sicherlich anstrengend, wenn man das als kleine Truppe macht. Aber ja, ich denke, dass wir das können, gut umsetzen können. Und wenn wir unsere Hausaufgaben gut machen und trotz kleiner Truppe alles umsetzen, was wir können, dann sind wir sehr konkurrenzfähig, denke ich. Klingt aber sehr harmonisch. Du kommst mit deinem Dad richtig gut klar. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Kurzer Ausblick. Lausitzring, fast vor der Haustür. Worauf kommt es da für dich an, für die anderen Fahrer an? Wie schwierig ist dieser Kurs? Ja, an sich ist der Kurs nicht schwieriger als die anderen. Für mich hat jede Strecke so ihr Ding. Am Ende des Tages muss man wie immer mit einem gut vorbereiteten Auto ankommen. Klar, die Strecke gut kennen, aber ich denke, das kennt jeder Fahrer in der Meisterschaft, inklusive mir. Prinzipiell denke ich, habe ich dort sehr gute Erfahrungen. Wir sind dort ziemlich gut vorbereitet und am Ende müssen wir gucken, A, wie ist die BOP von unserem Auto für das Rennen? Sollte sie wie Oschersleben sein, denke ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Ja, einfach umsetzen, was wir haben, aus allem das Maximale rausholen und dann kommt der Erfolg, wenn wir es hinkriegen, aus allem das Maximale rauszuholen. Ansonsten müssen wir weiter an uns arbeiten und analysieren, was wir für eventuelle Fehler gemacht haben und schauen, dass wir die dann beim nächsten Rennen nicht machen. Und eine Frage, die ich Rennfahrern immer so gerne stelle: Bist du ein guter Autofahrer? Ja, ich bin der Beste. Autofahrer auf der Straße oder auf der Ja, das Rennstrecke? wollte ich eigentlich, ganz normal. Ja, nee, also mein Führerschein, der ist clean, alles gut. Noch kein Pünktchen irgendwo? Ja, Pünktchen schon, aber nichts Triviales, also keine Gefährdungen. Ja, das ist das Wichtigste in diesem Sinne. Ja. Alles Gute, war sehr nett mit dir zu sprechen. Toi, toi, toi Dankeschön. für den Lausitzring, vielleicht auch in die Punkte und fahr vorsichtig. Immer, immer. Ist ja nicht weit bis zum Lausitzring, da gibt es nur einen Blitzer. Ja, aber und dann auch auf dem Kurs. Na Oder ist da klar. die Vorsicht dann nicht so gegeben? Aber doch ein bisschen vorsichtig muss man auch in so einem Rennen fahren, oder? Kommt drauf an. Vorsicht ist immer relativ gesehen. Ich gebe natürlich alles, aber ich bin auch so clever, dass ich das Auto nicht an sinnlosen Stellen wegschmeiße. Da muss man halt Profi genug sein, aber ich denke, die ganzen Jungs dort in der Meisterschaft sind Profi genug, da vorsichtig in Anführungszeichen zu fahren. Dann schmeißt das Auto nicht weg. Aufmerksam klingt besser. Fahr aufmerksam und schmeiß den Lamborghini nicht weg. Okay? Genau, naja, das machen wir nicht. In Super. diesem Sinne, alles Gute. Dankeschön. Bis bald.